Eine kleine Ergänzung noch zum Thema Fremdinduktion. Also dieser Teil hier. Wir haben gesehen, dass beim Transformator zum Beispiel eine Änderung des Magnetfeldes hier in einer sekundären Spule oder einem sekundären leitenden Material ein Strom, also eine Spannung und dann eventuell ein Strom erzeugt. Dieser Strom hatte selbst auch wieder ein Magnetfeld zur Folge. Das heißt, dieses Magnetfeld, das hier entsteht, steht dann irgendwie in Bezug zum erzeugenden Magnetfeld, das hier vorhanden ist. Und das Minuszeichen beim Induktionsgesetz, das wir da kennengelernt haben, wenn man dieses Minuszeichen weiter verfolgt und schaut, was das für eine Wirkung hat auf dieses Magnetfeld, das hier in diesem sekundären Strom, mit diesem sekundären Strom verbunden ist, dann zeigt dieses Minuszeichen, dass dieses Magnetfeld, das hier entsteht, immer so gerichtet ist, dass dieser Induktionsvorgang, der das Ganze ja anstößt, gehemmt wird, gebremst wird. Also das induzierte Magnetfeld hier, das also mit dem Induktionsstrom verbunden ist, ist immer so gerichtet, dass dieser Induktionsvorgang gehemmt wird. Das hat auch damit zu tun, dass dann eben diese Vorzeichen umgekehrt sind. Wenn es da nach oben geht, entsteht dann ein Gegenimpuls. Also das Ganze wird durch diese Induktion irgendwie gebremst. Was auch passiert, wenn es da hochgeht, wird es gebremst. Wenn es runtergehen möchte, wird es gebremst. Diese ganze Sache wird wie verzögert, wie wenn das eine Trägheit im Spiel wäre. Und das kann man auch benutzen bei einem lustigen Experiment oder einem lustigen Phänomen, das heißt Wirbelstrombremse. Ich habe hier ein Aluminiumschiene. Wenn ich da jetzt ein Metallstück drauflege, dann rutscht das einfach runter. Entsprechend der Reibung unterschiedlich schnell. Wenn ich das steil mache, dann fällt es schnell runter. Jetzt habe ich hier auch ein Stück Metall. Das Aluminium ist ja nicht mehr magnetisch, das ist aber jetzt ein Magnet. Dieser Magnet, wenn ich den loslasse, wird auch runterrutschen, aber wie wir sehen, viel, viel langsamer als das andere Stück. Das ist die sogenannte Wirbelstrombremse, die man hier sieht. Und der Vorgang kann man sich wirklich sehr gut vorstellen mit dieser Induktion. Während nämlich jetzt hier dieses Stück da nach vorne sich bewegt, wird ja hier im Material drin der magnetische Fluss, wo dann das Magnetfeld hier durchkommt, verändert. Dann entsteht also hier im Material drin ein Kreisstrom, ein induzierter Kreisstrom. Dieser Kreisstrom hat ein Magnetfeld zur Folge. Und nach der Regel, die wir vorher kennengelernt haben mit dem Minuszeichen, ist das Magnetfeld so gerichtet, dass dieser induzierende Vorgang gehemmt wird, also gebremst wird. Also sobald ich hier in die Nähe komme, an dieser Stelle, entsteht hier ein Kreisstrom und der bremst dann diesen Induktionsvorgang. Jetzt ist das Magnetfeld dann da und am gleichen Ort wird es dann nachher wieder abgebaut. Und auch dieser Abbau hat zur Folge, dass dann hier eine Flussänderung entsteht, damit ein Induktionsstrom, und der ist auch so gerichtet, dass das Magnetfeld, das damit verbunden ist, diesen Abbau hemmt. Also über die magnetischen Kräfte wird dann das Ganze hier auch abgebremst, vorne und hinten. Damit kommen wir eben zu diesem lustigen Effekt der Wirbelstromabbremsung. Das ist also auch ein Phänomen der Induktion.